Das erste Mal in Frankfurt mit 105 Top-Arbeitgebern, 6.400 Anfragen für Bewerbergespräche und rund 8.000 bis 9.000 Besucherinnen plus einem spannenden Zukunftsthema Lebensdesign. Top, weil sie komprimiert an einem Tag viele verschiedene Möglichkeiten bietet. Man kann Unternehmen kennenlernen, Vorträge besuchen, sich allumfassend informieren und mit vielen tollen Frauen ins Gespräch kommen. Nö, mein Süßer putzt das Klo und zwar nackt im Sommer. Ich glaube, das Wichtigste am eigenen Lebensdesign ist, dass man zu seinem wahren Selbst gefunden hat, was man wirklich ist und warum man auch einmalig ist. Und solange ich versuche, irgendwem und irgendwas hinterher zu rennen und nicht bei mir selber ankomme, werde ich nicht wirklich glücklich sein. Und wenn ich nicht wirklich glücklich bin, kann ich auch nicht wirklich viel geben für die Gesellschaft. Deswegen ist es ein essentieller Punkt, der nichts mit Egoismus zu tun hat, sondern wirklich eine grundsätzliche Lebensfrage. Ich bin aus München gekommen, um 3.30 Uhr aufgestanden, weil meine Schwester erzählt hat, die Messe ist so toll. Ich hatte keine Erwartungen und meine Erwartungen wurden trotzdem übertroffen. Am besten hat mir das Backstage-Gespräch gefallen mit Cissi Perlinger, sehr inspirierend. Und auch mit den Messeorganisatoren, die mir so viel Input gegeben haben, dass ich gar nicht weiß, wo mir der Kopf steht. Und ich gehe auf jeden Fall sehr inspiriert und energiegeladen nach Hause. Es gibt eigentlich nur eine Lösung für den demografischen Wandel und das sind die Frauen. Also ich würde sagen, ein voller Erfolg hier auf der Messe. Wir haben viele nette Gespräche geführt, es sind viele Kandidaten und Interessenten bei uns am Stand gewesen. Und wir als Mainova hatten die super Möglichkeit, uns hier auch nochmal vorzustellen. Ich bin zum ersten Mal hier auf der Messe und ich bin beeindruckt. Da ist ganz viel Dynamik, ganz viel Kreativität und viele Frauen, die was bewegen wollen, die was aus ihrem Leben machen wollen und einen Beitrag leisten wollen für gute Unternehmen und die sich sehr genau anschauen, was Unternehmen zu bieten haben für die individuelle Lebens- und Berufsplanung. Diese Messe ist erfolgreich und gehört sicherlich zu den Top-Messen, soweit ich das beurteilen kann, nach meinem ersten Eindruck, weil sie ein sehr spezifisches Publikum anspricht und dort wertvolle Informationen sehr konzentriert vermitteln kann. Das heißt, wir erwarten auch, dass Sie diese Angebote annehmen. Es ist jetzt herzlichen Dank an Melanie Vogel und ihren Mann für das Initiieren so einer großartigen Messe, wo man so viel geboten bekommt. Derart viele Arbeitgeber, Ausstellungen, Vorträge, Inspiration. Also ich gehe sehr beseelt und begeistert nach Hause. Vielen Dank. Frankfurt war, und ich kriege direkt Gänsehaut, großartig. Also es war ein unheimliches Willkommen, es war eine große Unterstützung, hohe Kooperationsbereitschaft von der Stadt, vom Land, vom Wirtschaftsministerium, einfach fantastisch. Nächstes Jahr knüpfen wir an das Thema Lebensdesign an und bewegen uns von der individuellen, persönlichen Ebene zur Gesellschaftsebene und wir beschäftigen uns mit dem Thema Humanismus 4.0.